Einen Tag vor der Krönung des englischen Königs Charles III. Ertrank London immer mehr in einem Meer an Blumen und Flaggen. Der Jubel der Bevölkerung war riesig. Partystimmung in der ganzen City. Tausende von Royal-Fans übernachteten sogar in Zelten in den Parks von London, um an der Zeremonie dabei zu sein. Trotz aller Freude gab es bei den Windsors aber auch einige gekränkte Mitglieder, wie die Enkel der Cousins von Königin Elizabeth. Ganz vorn nicht dabei sein durften zum Beispiel Lady Amelia Windsor, die vom exklusiven Gesellschaftsmagazin Tatler als schönstes Mitglied der königlichen Familie bezeichnet wurde, und Lord Nicholas Windsor, dem Patensohn des Königs. Prinz William und Prinzessin Catherine von Wales tauchten in der Innenstadt auf und verteilten Pizzen. Bei dieser Aktion wird Kate auf ihren Verlobungsring angesprochen. Dabei erfährt man, dass es sich um ein besonderes Familienschmuckstück handelt, das sie schon stolz seit 12 Jahren trage. Der blitzende Ring stammt von der verstorbenen Prinzessin Diana, der Königin der Herzen. Sie bekam ihn damals von Prinz Charles an den Finger gesteckt. Kate wurde bei dem kleinen Gespräch ganz emotional und verriet, dass sie und ihr Mann sehr oft an Diana denken würden und über sie sprechen.